Hallo, liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks. In der letzten Woche hatte ich zwei Videos gebracht, wo ich einerseits den Jackson in einer sehr, sehr, sehr guten Jagdpanzerrunde vorgestellt habe. Das Ganze, ja, führen wir heute hier fort. Und ich hatte ein Video gebracht über den Chito und dort ging es um das Thema der Gunmarks und dass das Spotting essentiell quasi ist, um erfolgreich Gunmarks auf seinen Panzer zu fahren. Das Ganze kombinieren wir heute ein bisschen und wir sehen auch hier, wie relevant Spotting ist. Einerseits, wenn keine Lights dabei sind und es irgendjemand den Ersatzspot liefern muss. Andererseits, dass man im Low-Tier aber auch nicht komplett irrelevant ist und man trotzdem natürlich mit einer passenden Situation, mit der passenden Aufstellung, das trotzdem funktionieren kann, dass man sehr hilfreich für sein Team sein kann. So, damit ich mir in dieser Runde nicht die Eier zu Tode campe, kriege ich hier erstmal einen Blindschuss von einem Jagdpanzer. Ich setze da jetzt nochmal einen hinterher. Mir ist aber klar, der Kollege wird das höchstwahrscheinlich nicht das letzte Mal getan haben. Und generell ist die Position hier oben auf dieser Camper-Position immer behaftet von Blindschüssen, dass man schnell aufgeht. Und dementsprechend ziehe ich mich jetzt hier zurück. Ich sehe in dieser Situation, dass die Heavy Lane vom Gegner stark bespielt wird und dass unsere Heavys tendenziell eher am Norden unterwegs ist oder unterwegs sind. Auch der Top-Tier-8er-Heavy, der VK-100. Dementsprechend entscheide ich jetzt hier, die Heavy-Lane zu verteidigen von dieser nicht ganz klassischen Position. Ich bin mir hier noch nicht ganz sicher, ob ich da aufgehe. Aber wir müssen jetzt hier auf jeden Fall helfen. Funktioniert mäßig, aber es wird gleich die Situation kommen, wo wir sehr viel Spot kriegen. Der Grund, hier geht's schon los, ist, ich vermute es stark, dass der Basotto kein Scherenfernrohr drauf hat. Denn er steht eigentlich gute 10, 15 Meter weiter vor mir und sollte mit dem Scherenfernrohr eigentlich in der Lage sein, hier entsprechenden Spot erfolgreich zu liefern. Der VZ steht zu sehr um die Ecke herum, ist jetzt auch tot und entsprechend sind wir jetzt hier die Fahrzeuge, die ja die Gegner offen halten müssen, damit die drei Jagdpanzer, also Scorpion G, IKV und Super Hellcat, hier entsprechend helfen können. Ob es hier unbedingt notwendig war und ist, hier selbst zu schießen, zumal auf dieser Position hier mitten auf dem Feld, das extrem gewagt von mir ist, auch wenn wir hier einigermaßen auf die Spot Range die Distanz halten. Das sei mal dahingestellt, wenn wir rechts in dem Busch uns gestellt hätten, was eigentlich mein Ziel war, bis dann hier die Gegner auch schon so massiv aufgetaucht waren, ob wir dort aufgegangen wären, kann ich nicht sagen. Aber wir haben hier durch diesen Spot und dieses dann doch im Moment noch sehr klassische Jagdpanzer-Gameplay, auch wenn wir nicht auf der typischen TD-Position stehen, hier den ersten Push aufgehalten. Wir sehen im Norden, unser Team drückt dort trotzdem die Runde 6:3. Ja doch, also mit 4000 Hitpoints Vorsprung funktioniert es schon mal ganz gut. Und hier war jetzt klar der Schuss auf den Skoda. Der steht zu nah dran. Da hilft mir auch der Tarnwert auf meinem Jagdpanzer nicht. Das Basotto wird nicht offen gewesen sein. Dafür ist sein Tarnwert zu gut. Aber wir können jetzt hier die Position wechseln. Wir können uns hier in den Busch stellen. Und schauen dann einfach zu, wie der Basotto den Skoda rausnimmt. Und wir sehen auch, der Basotto muss gespottet gewesen sein. Er fährt hier entsprechend auch zurück. So, da ist der VK. Der ist noch ein bisschen beratungsresistent. Der ist jetzt ein One-Shot. Den können wir jetzt hier auch rausnehmen. Wir sehen aber auch, der Chito, naja, der ist ein Problem für uns. Einfach, weil er gut gepanzert ist.
Und die Such-100Y, ja, macht jetzt hier so ein bisschen die letzte Verzweiflung, schafft es noch nicht mal da rein. Und jetzt heißt es im Grunde, ja, hinterher. Also jetzt, spätestens jetzt, wenn die Such-100Y nicht gewesen wäre, hätte man schon eher fahren können. Aber spätestens jetzt ist wieder der Zeitpunkt gekommen, wo man nachrücken muss. Und es wird tatsächlich auch nochmal spannend, denn es fehlt noch ein Panzer, nämlich der Stritzwagen S1, der Premium 8er Schweden TD, der hier bis jetzt nicht in Erscheinung getreten ist. Und da kommt auch nochmal ein TNH. Also wir haben hier noch einen 8er, der uns durchaus beschäftigen kann, der da auch nochmal 1650 Lebenspunkte hat, die wir hier entsprechend doch auch noch farmen wollen. Und leider ärgert uns hier die Kanone. Ich werde aber jetzt hier versuchen, das Wrack des KVs entsprechend zu nutzen, um da gegen den TNH zu arbeiten. Was wir hier im Mittelteil der Runde auf jeden Fall gesehen haben, und mir ist natürlich klar, das funktioniert jetzt nicht 1:1 in jedem Gefecht, aber behaltet das durchaus mal im Hinterkopf, schaut euch das Matchmaking an, auch wenn ihr Low Tier seid, ihr könnt durchaus eure Rolle finden, nämlich hier diesen Leitersatz für die Heavy Lane, damit die TDs, die im Backup stehen, entsprechend ja, einen Spot bekommen, damit wir ihnen oder damit sie da arbeiten können. Denn das ist wirklich essentiell. Ansonsten, ja, die TDs hätten natürlich den Spot irgendwann auch selbst gemacht, wenn die Gegner weit genug übers Feld gefahren wären. Aber, so, jetzt bin ich erstmal raus für die Runde. Aber dann wären die Gegner vielleicht schon nah genug dran gewesen, um dann auch selbst noch einen Spot machen zu können. Und dann hätte es vielleicht auch schon wieder anders ausgesehen. Ja, es ist viel hätte Fahrradkette dabei. Aber frühzeitiger Spot ist einfach extrem wichtig, um den Gegner an den Positionen, wo es relevant ist, aufzuhalten. Also, was haben wir in der Runde gesehen? Wir haben eine weitere sehr gute Jackson-Runde gesehen, die tatsächlich auch nochmal ein bisschen besser ist als die Runde von letzter Woche. Es war eine Low-Tier-Runde, hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Wir haben gesehen, wie relevant Spotting ist. Einerseits, wenn keine Lights da sind, aber auch hier hätte man wieder das Thema bringen können für die Gunmark. Denn auch auf dem Jackson bin ich gerade auf dem Weg zur dritten Gunmark und arbeite mir da so ein bisschen ein ab, muss ich zugeben. Das lief auf dem Cheeto gefühlt ein bisschen besser. Und sucht eure Lücke oder sucht die Lücke, wenn ihr am Low-Tier seid. Ich weiß, es geht natürlich nicht in jeder Runde, aber es gibt diese Runden, wo das auch im Low-Tier funktionieren kann. Und wo man auch dann am Ende gegen Achter, klar, wir gehen halt gegen den Stritzwagen raus, aber wir können dort auf jeden Fall auch noch unseren Schaden machen und haben unsere Leistung ja auch im Grunde schon vorher erbracht. Und die Runde wäre so oder so gewonnen worden, auch wenn wir jetzt im letzten Drittel oder im letzten Viertel jetzt nicht noch gegen den TNH oder den Stritzwagen groß Schaden gemacht hätten. Wichtig war der Spot beim Push von der Heavy Lane, dass der gemacht wird, dass wir den aufhalten. Und dann war im Grunde schon klar, dass wir dort recht erfolgreich sein werden. Plus natürlich, dass das Team im Norden entsprechend mit gut gearbeitet hat. Das ist eine Grundvoraussetzung. Ich bin natürlich nicht der Einzige. Und wenn der Spot gekommen wäre, aber ich hätte keine TDs hinter mir gehabt, hätte es im Grunde auch nichts gebracht. Also am Ende ist es immer noch, auch wenn man es manchmal nicht glauben mag, in gewisser Weise auch ein Team spielen, World of Tanks. Was sagt ihr zu der Runde? Was sagt ihr zu dem, was meine Gedanken so sind? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ihr hört es vielleicht. Ich habe mir schon wieder eine Erkältung eingefangen. Ich hoffe, dass es diesmal nicht so schlimm wird und dass es diesmal nicht so eine krasse Beeinträchtigung auf meine Videos und Streams in den nächsten Tagen hat. Ich halte euch auf dem Laufenden. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer, namentlich genannt Gmonfen, Kulle, Gorwin, Kirtano, Carbine, Heimdall, Rico, Tomboy, Rohrblitz, Jan, VG und Bake und Schnitzel. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer O'Hare.